So, und weiter geht's. Wir haben uns gerade ein bisschen was über Gütekriterien in wissenschaftlichen Arbeiten angehört. Wir haben mal die drei großen Player genannt, aber es wäre natürlich zu einfach, wenn wir nur auf diese Dinge achten müssen. Das heißt, wir schauen auf noch mehr Dinge. Für verschiedene Felder sind jetzt die einzelnen mehr oder weniger relevant. Das sehen wir dann im Einzelfall. Aber es gibt noch andere Sachen, auf die wir achten sollen. So, ich möchte jetzt immer noch wissen, wie warm ist es eigentlich, weil mir ist ziemlich warm und ich hätte es jetzt gerne irgendwie wissenschaftlich festgehalten. Das heißt, ich brauche mal eine Normierung. Es reicht nicht, dass ich ein Thermometer irgendwie hier reinstelle. Ich muss das ja auch ablesen können und dann muss ich wissen, okay, da steht was von 36. Was bedeutet 36 Grad Celsius? Das heißt, ich brauche ein Bezugssystem, zu dem ich meine Daten in Bezug setzen kann, um sie irgendwie interpretieren zu können und eine Aussage treffen zu können. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben jetzt diese normierte Antwort. Wir wissen, es sind 36 Grad in diesem Raum. Jetzt kommt die nächste Frage. Ist das nützlich? Ist das wirklich gut zu wissen? Ich habe jetzt Daten produziert. Kann ich damit praktisch was anfangen? In dem Fall ist das mir für mich persönlich interessant, weil ich weiß, okay, es ist zu warm zum Arbeiten. Das heißt, ich gehe mal raus, mache die Klimaanlage an, esse ein Eis und komme wieder. Wissenschaftlich gesehen ist das jetzt wenig nützlich zu wissen. Das heißt, nach einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt wäre das jetzt irgendwie nicht weiter relevant. Und ich schaue mir mal die nächsten Gütekriterien an. Ökonomie, das bedeutet, ist jetzt der Aufwand, den ich betreibe, um zu meinem Ergebnis zu kommen, in Relation zu dem Nutzen, den ich nachher habe. Das ist in dem Fall relativ klar. Ich habe kurz auf ein Thermometer geschaut und ich wusste, okay, es ist so und so warm und ich ziehe daraus meine Konsequenzen. Das ist relativ klar. Wenn ich jetzt aber viel Geld investieren müsste, um ein eigenes Thermometer überhaupt erst zu erfinden, um das zu entwickeln, nur um zu wissen, dass es wirklich so warm ist, wie es sich anfühlt, dann wäre die Ökonomie in einem Test jetzt eher nicht gegeben. Dann haben wir noch drei weitere Gütekriterien. Das nächste wäre die Zumutbarkeit. Wenn ich jetzt einfach einen Kollegen, der jetzt gerade zum Beispiel hinter dieser Kamera steht, in diesen Raum setze und sage, okay, bleib jetzt 24 Stunden hier sitzen und beobachte, wie es sich anfühlt und erzähle mir dann, wie warm es so wird im Verlauf dieser Zeit. Wäre nicht wirklich zumutbar. Ist so eine ethische Geschichte in dem Moment, wo wir mit anderen Leuten arbeiten oder mit irgendwelchen Lebewesen, ist Zumutbarkeit so ein Ding, das sollten wir als Gütekriterium auch im Auge behalten. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten, der Fairness. Es kann sein, dass verschiedene Dinge für verschiedene Leute unterschiedlich sind. Und wir sollten schauen, wenn wir etwas messen, ob das manche Leute systematisch beeinflusst oder benachteiligt. Also ein praktisches Beispiel jetzt bei der Temperatur, die ist für alle gleich, die wird von allen aber unterschiedlich empfunden. Das heißt, wenn ich jetzt testen möchte, wenn ich jetzt sagen möchte, wie intelligent bist du, ich halte das daran fest, wie lange du in diesem heißen Raum arbeiten kannst, dann ist das zum einen nicht fair, weil manche Leute schwitzen eher, manche Leute fühlen sich wohl in der Wärme. Zum anderen ist das aber auch überhaupt nicht valide, weil die Temperatur mit der Intelligenz jetzt nicht so viel zu tun hat. Die Leistungsfähigkeit sinkt, das wissen wir, die sinkt verschieden stark. Das ist aber wieder so ein Fairness-Kriterium. Das heißt, wir wissen in dem Fall, haut nicht wirklich hin. Das heißt, Fairness ist eine Sache, die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, wenn wir irgendwie mit anderen Leuten, Lebewesen, irgendwelche Messdaten durchführen. Und auch in diesem Kontext zu allerletzt, das letzte Gütekriterium, das wir jetzt besprechen, die Unverfälschbarkeit. Haben Leute die Möglichkeit, das jetzt bewusst zu manipulieren? Sind die Ergebnisse wirklich verlässlich? Kann ich mich auf das verlassen, was mir ausgegeben wird? Wenn ich jetzt ganz viele Leute in irgendwelche Räume schicke mit Thermometern, weiß ich, dass die wirklich dort waren. Haben die sich vielleicht einfach draufgesetzt, um zu sagen, aber mein Raum war wärmer als deiner? Haben sie sich in den Kühlschrank gelegt, um zu sagen, guck mal, mein Büro war so kalt? Das sind Dinge, die sollte ich kontrollieren, wenn ich wissenschaftlich saubere Ergebnisse haben möchte. Das heißt, wir haben jetzt ziemlich viel gelernt. Wir haben diese drei Hauptgütekriterien, wir haben drei Nebengütekriterien. Von denen sind drei jetzt eher so ökonomischer Natur, nämlich die Normierung, die Nützlichkeit, die Ökonomie. Und drei, die sind jetzt auf der menschlichen Seite, die Zumutbarkeit, die Fairness und die Unverfälschbarkeit. Das ist jetzt mal ein ziemlicher Brocken. Alles Gute bei der geistigen Verdauung. Wir sehen uns zur Abschlussprüfung. Bis dann!